Name des Ziels Adorada. Das ist irgendwie Verbrecher oder was? Das könnte doch irgendwie. Entweder kommt. Warte mal. Das Glückseligkeitslabor, Sektor 6, Freunde. Wir sind hier endlich angekommen im vermeintlich letzten Welt in Anführungszeichen des Spiels. Wobei ich immer noch glaube, es kommt noch was danach, denn die Karte sieht ein bisschen größer aus als nur diese sechs Sektoren. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt hier weiter. Salmini hat da schon wieder irgendwas. Keine Ahnung, worauf der wieder glotzt mit seinem Auge. Da muss ich auch noch irgendwie hochkommen. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich gibt es da oben irgendwie ein Ding, ne? Oder ich muss da sogar von da aus, von dem Haus da hoch. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich geht es da irgendwie aus dem Moment. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Kessel. Nämlich in die vollen Rollen heißt die Mission. Wir müssen einen Roller einsetzen, um das Ziel erreichen. Wir haben auch nur einen Roller zur Auswahl, logischerweise. Gibt's nur, ne, es gibt drei Roller schon im Spiel, mindestens. Es gibt den Dyna-Roller, Carbon-Roller und den Klecks-Roller, mindestens, ne? Und ich glaube noch einen, der mir gerade nicht einfällt, aber ist ja egal. So, da fehlt doch ein Roller schon, oder? Gut, wir nehmen einfach den Klecks-Roller mit der Colling-Bombe zusammengepaart, weil es empfohlen ist. Wir haben 14.000 Fischei mittlerweile, also. Ja. Mit dem Kollegen. Ich kann auch Colling-Bomben benutzen einfach, ne? Theoretisch. Die hat mir nicht so viel gebracht jetzt. Im Gegenteil. Lass mal jetzt hier aufladen, komm. Nimm mich einfach sieht der Sack. Tschüss, Mann. Mal einfach hier einmal rumschulen, dann sieht er mich eh nicht mehr, der Idiot. Roller ist schon cool. Muss ich sagen. So. Ich hab wieder direkt erwischt, da hinten auch schon direkt. Was? Ach. Kann ich selber nochmal abspringen? Yes, kann ich. Boah, nehm ich mit, das Ding. Kann ich da mal noch drücken, um mich höher kommen? Da noch rüber. Kaputt machen, komm. Geht doch Fischeier, schön. Tschüss, Mann. Easy. Schon ist der letzte Checkpoint da, guck mal. Nicht, dass es jetzt einfacher wird, ne? Ja, im Gegenteil. Was haben die alle? Toll. Ah, ich kann hier hinter, okay, sehr gut. Was haben wir hier schöne? Oh, da ist noch einer. Shit. Mann. Der guckt doch jetzt wieder nach vorne, der Typ, ne? Dementsprechend, oder? Komm ich da nicht hoch? Ich hab grad auch getroffen. Ach der, okay, befreit sich da einfach von. Ich gerade. Tschüss, dann halt so. Ich muss doch nur den besiegen. Theoretisch. Und der ist weg. Oh, der hat mich jetzt getroffen, toll. Nicht aufgepasst. Jawohl, die Fische halte ich doch noch mit gerne. Und boom. Roller ist schon cool. Aber mit dem Roller kann man schon geil spielen, aber ich muss sagen, in den Kämpfen, die ich jetzt schon mit dem Carbon-Roller gespielt habe, da habe ich ja nur verkackt. Das war zwar alles offscreen, aber ich kann es jetzt hier einmal so schon, ne, sagen. Also ich habe gefühlt, ich glaube ein oder zwei Matches nur gewonnen von keine Ahnung wie vielen. Das war schon so 10, 15 oder so in die Richtung. Das ist nicht gut. Also ich habe da schön meine Quote mit versaut auf jeden Fall mit den Matches. Weiß ich noch, aber hey, ne, Übung macht den Meister. Nur weil das, also vielleicht war auch die Gegner viel besser, ne, deswegen. Aber ich habe auch schon echt wenig gefärbt, muss man sagen. Also ich war schon auch nicht gut. Was haben wir hier schön? Ist noch eine Schriftrolle. Wird nur noch eine, ey. Gut, wenn ich nach den Schriftrollen gehe, würde ich sagen, es ist doch Ende nach dem Sektor hier. Nach ihrem großen Sprung von Inkopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool nun ihren neuesten Gig gewonnen. Rocket für die aufstrebende neue Rockband Damstocks featuring Tentacool, die sie online kennenlernten. Ein melancholisch melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Das finde ich auch cool. Ich finde allgemein auch die Anzüge von den beiden richtig cool.
Ich sah richtig geil irgendwie. Das linke Bild kannte man ja schon, glaube ich. Das rechte. Doch, das rechte auch. Das ist quasi eine CD-Hülle, ne? Sieht man ja. Ja, okay, hab nichts gesagt. Ach, ich dachte, das rechte vor allem durch den Teaser mit dem DLC, oder? Ist hier nichts mehr? Doch, hier ist noch was. Komm mal her, mein Freund. Hier ist noch irgendwo was. Da bestimmt, oder? Oder da oben drauf? Da oben drauf ist was. Okay, da müssen wir erst hochkommen irgendwie. Wie ist der nächste Kessel schon? Lass noch eben wegmachen da, dann haben wir wieder 1200 Fischeier weniger. Das war doch ein Anchovium runter. Ich habe einen nur jetzt wieder, ne? Ich hatte ja erst eingesetzt, glaube ich, ne, genau. Müsste da eigentlich so sein, genau. Perfekt. Ich habe die übrigen 10 Punkte. Hierfür. Für den Samini Charm Plus. Aber jetzt ist erstmal der Tauschsprint gewinnt dran. Erreicht das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Auf geht's. Als optional gerade. Ich will eh erstmal alles machen, bevor ich jetzt zum Boss gehe. Also in dem Sektor ist tatsächlich mal eine Ausnahme, wo ich jetzt nicht einfach direkt zum Boss hochrenne, zum Signal, ne? Sondern erstmal hier ziehe ich schon alles mache nach und nach. Sollte sich eigentlich von selbst erklären. Irgendwie auch. Joa. Bam. So, auf geht's, Leute. Let's go. Er war schön. Ich sehe da eine Zeitlimits. Okay. Da brauche ich überhaupt die Waffe. Ich denke schon, oder? Wahrscheinlich gleich mal irgendwo hinten, oder? Hier kann ich auch einfach rüberspringen. Hier zum Beispiel. Hier reicht. Ich habe schon zu lange geschossen. Ach, es gibt hier Zeitbonus, okay. Am Checkpoint, okay, alles klar. Gut zu wissen. Schnell hier hoch überall. So, hier mit dem Wandsprung hoch. Besser ist es. Und nochmal Fischeier, sehr gut. So, das haben wir auch gut abgepasst, glaube ich. Wer kommt jetzt hier in Checkpoint an, also? Tatsächlich. Ja, wie rollen die denn hier lang? Ich will das Samini drauf werfen, so. Ach, ich habe gar kein Samini. Alles klar. Die rollen einfach durch, ne? Auch gut. Los, mach da. Nimm den Weg hier mit. Natürlich nicht den Weg mit. Bin so bescheuert. Oh, es gibt hier. Aufpassen. Hat ein bisschen was von Mario Kart 8 gerade. Wie es gekippt ist. Ehrlich jetzt. Hat nochmal 25 Sekunden drauf. Ah, es gibt einfach 25 Sekunden Zweck drauf, wa? Das ist die Kugel, Willis. Wie man sieht. Oh. Shit. Hallo. Ich bin auch noch platt, mein Freund, ey. Die Regen dadurch jetzt aufgetaucht, ich glaube, ne? Oh, hätte ich abspringen müssen, scheiße. Und tschüss. Und bam. Easy. Zwar jetzt ein paar Ringe davon ausgelassen, leider, aber ja gut. Es ist halt auch, glaube ich, wieder so eine Sache, wenn man das halt echt zum ersten Mal spielt. Woher soll man es wissen? Wenn ich jetzt halt nochmal Ringe, würde ich natürlich nochmal versuchen zu holen, aber da ich jetzt auch auf Zeit, unter Zeitdruck stand, ne? Gehe ich jetzt natürlich nicht zurück und holen wir die noch. Was ist denn jetzt? Was haben wir was gefunden? Hier? Hab ich gerade doch schon hingeschossen, aber gut. Kartenpäckchen nochmal, jawohl. Nice, so, dann geht's da lang. Da können wir nicht. Ach ja, so, hier war ich schon mal, okay. Ja gut, dann haben wir jetzt hier quasi alles gemacht. Warte mal. Kann ich da irgendwie oben hin? Nicht was anfärben? Nee, ne? Komm ich da überhaupt irgendwie hin? Da hoch? Achso, da war ich schon oben, oder? Da hieß auch noch eben. Scheiße, da wollte ich jetzt nicht lang. Ach, ich komm. Hier hin komme ich. Was ist immer noch dieses Dach, ne? Ach nee, hier war ich doch schon. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch. Ich hab einmal hier. Ich war einmal in der Lobby, in der Online-Lobby. Deswegen weiß ich nicht mehr, wo ich jetzt genau war und wo nicht. Weil die Dinger halt wieder alle weg sind. Aber gut. Hier waren wir schon. Definitiv. Dann gehen wir hier weiter. Wie führt mich das denn? Ich hoffe natürlich weiter. Ja, genau, macht's auch. Super. Hör das hier mit. Muss hier nochmal alles abgehen, glaube ich, ey. Ich hab auf jeden Fall noch irgendwo Sachen, die ich noch finden kann hier. Komm, schwimm da rum. Wenn du mir was zeigen willst, mein Freund. Ist hier was. Danke. Ein Snack-Coupon. Für mehr EP. Die mich irre. Ne, komm, wir machen das jetzt erst hier. Soll jetzt woanders lang gehen. Da geht's euch weiter hoch nach oben, ne? Da geht's zurück. Okay, dann gehe ich da sowieso nicht hin jetzt. Okay, er findet noch was. Warte, Sekunde. Hier.
Käfisch, immerhin, besser als nix. Der weiß halt jetzt der Schlüssel, findet die Schlüssel und öffnet den Weg zum Ziel. Auf geht's. Wieder optional übrigens. Ob ich jetzt gerade echt ein bisschen wundert, weil das ja jetzt echt auf dem Weg liegt. Auf dem scheinbar einzigen, wo es weitergeht, sagen wir mal so, ne? So, wir nehmen den Kleckser, der ist empfohlen. Um. So, ich muss Schlüssel finden, auf jeden Fall. Alter, was zur Hölle? Was ist das denn jetzt? Haben die Schlüssel, die Dinger? Ich glaub schon, ne? Ah, hier ist noch einer irgendwo lang gelaufen. Meine ich. Hier ist er doch. Hab dich, Drecksack. Aber der hat keinen Schlüssel. Geht da mal. Der kann da auch was rein, ja, tatsächlich. Bin ich aber auch cool gemacht mit den Bäumen. Muss ich sagen. So, allein vom Level-Design jetzt gerade hier irgendwie, ne? Und da drüben sind noch Gegner. Die kann ich verarschen, oder? Nicht hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Wo ist mal den Highground hier? Die verarschen mich jetzt halt schön, ne? Ey, ab hier, Drecksack. Krieg dich doch eh. Oder später. Der hat noch einen Schlüssel. Ja, richtig. Jetzt hat er. Gib mir Fischer, Mann. Vielleicht kann auch Minen setzen, ne? Die hab ich ja nicht umsonst. Ah, ich glaube ich jetzt auch mal gleich, wenn ich den nächsten sehe hier. Hier ist irgendwo einer. Ah, den hab ich schon. Weil ich kann auch den Spuren folgen, das ist das Gute. Einen erwischt. Also schon weg. Wo ist denn der? Zinn. Komm schon da durch. Ja, bis das Ding mal reagiert, ne? Der ist schon dreimal weg, Kollege. Ich wieder heile. Hab dich. Muss ich die Schlüssel eigentlich einsetzen, wenn ich da erst, wenn ich die erstmal da habe? Oh, die Frage. Ach, muss ich einfach hoch? Dann. Die Piadukta Heu. Jetzt ist die Frage, ob ich alle habe. Ich habe vier Schlüssel. Ich glaube, ich habe keine Gegner mehr, oder? Ich habe einen übersehen. Der kann natürlich auch sein. Ja, nur noch ein bisschen klettern und fertig. Das habe ich dort schon geschafft. Hier, guck mal. Zack. Fertig. Die Mission. Ah, ich erinnere mich noch an die Viecher. Ich glaube, die waren im zweiten Teil häufiger vertreten. Vielleicht kommen sie hier noch ein paar Mal. Die waren tatsächlich relativ nervig, ey. Muss ich sagen. Das ging jetzt doch. Ich glaube, die haben auch vielleicht ein bisschen rausgelernt, dass sie nervig waren. Vielleicht viele so empfunden, ne? Deswegen gibt es hier scheinbar nicht mehr so oft. Oder die waren einfach ausgelutscht. Die hatten keine Idee mehr für die Viecher. Kann natürlich auch sein. So, das bitte weg da. Samini, danke. Mal kurz gucken, ist hier auf der Insel noch was? Wo bin ich denn da unten? Ne, da ist nichts mehr. Aber hier oben ist was. Ich sehe schon was grün leuchten. Wo ist denn hier was, mein Freund? Komm mal mit. Da hinten, oder? Ja. Dachte ich mir doch. Spinndeko! Ein Schirm. Ist das ein Sonnenschirm wahrscheinlich? Ja, ne, sogar. Aber ich sehe noch mehr. Was? Komm mal her, zeig mir mal, ob hier was ist. Unter mir kann es eigentlich nicht sein, oder? Achso, da hinten die ganze Fläche ist da noch voll, okay. Ja dann. Komm mit, mein Freund. Ist auch nicht der Level da, oder? Wo ist hier was, mein Kumpel? Zeig mir mal. Nix hier? Okay, mach mal ein Level. Auf sie mit Gestempel. Blätter geht ein innerhalb des Zeitlevels. Auf geht's. Wenn da nichts mehr ist, dann ab nach oben, ne, würde ich sagen. Ach, so. Der Ultrastempel, nice. Ich kann es auch ohne Waffe machen, scheinbar. Ist auch eine Möglichkeit. Ich habe irgendwo Gegner. Das wäre aktiviert, ne? Genau.
Stempel ist schon cool. Ich den Ember werfen müssen? Glaube. Eine Spur folgen. So, ich habe nur ein bisschen Zeit mit. Komm schon, mach hin. Den nächsten Gegner. Wieder die Spur lang hier oder so? Die sich geändert zu eben. Wir nicht, oder? Oh. Doch, die Spur ändert sich jedes Mal, okay. Ich hätte irgendwo in die Ecke anfangen sollen, wir. Ah, nee, gar nicht. Ist egal. Noch einer, wo? Wo ist er? Geschafft. Da muss man dann gut zielen, ne? Also, man muss auf jeden Fall mal werfen. Wenn man es auch einmal mitkriegt. Ich hab wahrscheinlich beim ersten Mal gar nicht werfen müssen, ne? Auf den Schalter, schätze ich mal. Vielleicht hätte ich auch so stempeln können, einfach. Naja, egal. Nehmen die Fischeier mit? Ey, ich hab echt viel zu viele Fischeier mittlerweile, oder? Aber ist nichts mehr, oder was? War es echt nur der Kessel? Der da noch fehlt, oder was? Scheint so, ne? Ach, schade, ich hätte fast gehabt, das Ding. Da komm ich, da ist das Signal schon. Hier ist was. Goldplatte, jawohl. Hab ich damit alle von? Ich habe alle Goldplatten jetzt, sehr schön, im Spiel. Also müsst jetzt hier im Sektor noch. Ja, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Weg damit, mit dem Zeug da. Ich hab gesagt, weg damit. Thema, ich komme jetzt eh wieder hinten noch rüber, oder? Oder? Doch nicht? Maybe? Ach, da komme ich da hinten rum. Jetzt sehe ich es gerade. Okay, muss ich da nochmal hin, ne? Eigentlich. Lass mal den Kessel hier, wenn wir schon mal hier sind. Erklimme die Tour voller Feinde und erreiche das Ziel. Oben Richtung Oktogefahr. Das ist eine Story-Mission tatsächlich, also mit Heldenwaffe. Wenn ich das richtig erkannt habe. Ah, schön, schön, ey. Wir kommen hier gut voran heute. Könnte ich ja sagen. Nehmen wir einfach, zack. Gratis! Ey, das ist eine Story-Mission, sag ich doch. Hau auf hier. Sind die Feinde, hä? Da sind Feinde. Ey, lauf! Lauf! Schon der nächste Gegner, da ist auch noch so ein Sniper. Jetzt aufpassen, ne? Ich hab Cutting Bomb. Nutze ich jetzt auch erstmal. Ach, geht gar nicht, scheiße. Oder? Doch, geht. Du Sack! Ehrlich! Ich dachte, der mich jetzt gesehen hat. Aufpassen. Nicht tot. Mal regenerieren, danke. Der will schon mal weg. Aufpassen, da ist noch eine Ecke. Hier auch noch. Ich sehe jetzt die Gegner mittlerweile richtig gut. Ich krieg den doch da oben. So, weg ist er. Wo komme ich hier hoch, ist die Frage. Kann ich noch. Achso, hier rüber oder was? Guck ich den hoch? Ach, hier. Ey. Hört hier auf. Auch der wäre da oben sehr sicher, der Typ, ne? Weiß er ja schon. Nix wie ehrlich. Sind wir schon oben? War es das schon? Ne, nur Checkpoint. War der letzte Checkpoint dafür. Oh. Optional, oder? Sind die alle weg? Den habe ich nicht erwischt, schade. Krieg ich aber noch, oder? Yes. Gibt das noch irgendwas? Nicht? Aber schade. Ist ja völlig umsonst. Naja, egal. Ich hätte direkt hier drauf feuern können, so ein Ding, ne? So ein. Wie hieß denn das? Tinferno? Was ist Tinferno? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Jetzt gerade die Ulti, die ich gezündet habe. Die Peilsäule, die ich geworfen habe, Alter.
Gut. Aioli ist hier oben angekommen. So, da gehe ich aber nicht weiter nach oben, das weiß ich jetzt schon. Gehe ich jetzt echt erstmal da unten nochmal hin. Also dahin, glaube ich, ne? Dann holen wir den letzten Kessel. Auf jeden Fall. Geht's da jetzt nochmal hin, darin. Oh, ja, einfach gefunden. Hatte ich das nicht schon? Das heißt, er immer wieder Fischeier finden kann, der Kollege. Ey, ich will runter. Hallo? Was soll denn das jetzt? Weißt du, kannst du nicht mehr richtig in Ruhe abspringen. Ich bin hier, wo ich gerade hingesprungen bin, alles klar. Reicht mir. Ist doch schon auch noch was irgendwo versteckt, oder nicht? Ich sehe es nicht auf den Dings. Ja, dann einfach weiterkommen, scheiß drauf. Ich dachte, da wäre jetzt echt was gewesen, scheiße. Wollte ich gerade sagen. Zu früh abgehauen. Aber hier ist nichts mehr, das ist schon mal gut. Ab nach oben da, auf das Haus. Und scheinbar das letzte bisschen Flauschplasma wegmachen, ne? Ich sehe zumindest nichts mehr sonst. Außer das da hinten natürlich, das Riesending. Nicht zu vergessen, ne? Wo geht's da hin? Nach oben? Also ist das hier die Storyline eigentlich, oder was? Wo ist hier was? Ich weiß mal den Kessel hier. Tortur-Tour. Biete aller der Angriffen die Stirn und kämpfe dich ans Ziel. Auf geht's. Ist tatsächlich eine Story-Mission. Bisschen die Reihenfolge jetzt verkackt, aber ist ja nicht schlimm. Jut, Freunde. Sieht so aus, würden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen erkunden und dann den Boss machen. Von diesem Sektor. Da freue ich mich schon darauf, ehrlich gesagt. Was bist du denn, du Sack? Ich komm einfach von hinten, ey. Von der Seite. Na egal. Da ist noch einer. Oder geht's weiter? Da sind Items überall. Okay. Komm ich nicht ran, oder was? Und da? So, ich muss da lang. So, go. Mit dir, hier unten ist auch noch einer. Zwei sogar. Hier ist Schlüssel drin. Yes. Das war ja klar. Ich auch noch mit, natürlich. Dann geht's hier weiter. Die Bomben kommen auch noch hier. Überall. Irgendwo ist doch schon gleich eine Riesenbombe, oder? Ultrastempel. Dann geht's weiter. Da. Ja, hier geht's weiter. Nimm ich jetzt mal die Viecher, ehrlich. Schade. Da muss ich alle Gegner besiegen, ich weiß gar nicht. Und was willst du denn, mein Freund? Doch einer. Das war noch so ein Sniper. So, öffnen bitte, danke. So, da ist ein Schlüssel, da brauche ich einen Schlüssel wieder. Durch den da jetzt hoch. Da hinten rüber. Der ist schon mal weg, sehr gut. Der ist auch weg. Mal so herrlich gut verarschen, die Viecher, ehrlich, ne? Eigentlich. Trotzdem lässt man sich schnell von denen treffen und dann auch killen, eventuell mal, ne? Jetzt muss ich da runterfallen, danke. Hello, my friend. Ah, hier ist schon Ende. Okay. Gegner sehe ich ja sogar. Mit meiner Fähigkeit mittlerweile. Geil. Bam. Bam, bam, badam, bam. Wunderbar, würde ich sagen. YouTube. Freunde! Da hab ich gesagt, komm, wir machen noch ein bisschen Erkundung jetzt, würde ich sagen, in der Folge hier noch. Ich hab noch ein bisschen Bock. Deswegen, mal gucken. Hier ist alles grün, ne? Alles weiß, meine ich. Nichts mehr grün. So wollte ich sagen, genau. Wir haben da am Anfang noch was übersehen, sehe ich gerade. Ich würde auch immer dahin. Und ich würde auch tatsächlich sagen, ich kann den Ballon mitnehmen. Guck mal.
Dann jetzt auch den. Dann nehmen wir den Ballon auf jeden Fall jetzt noch mitkommen. Dann haben wir den schon mal erledigt. Und trotzdem mal kurz, ob Samini was sagt hier. So, der ist bei mir schon. Okay, perfekt. Er sagt tatsächlich was. Wo ist er? Oh. Hat er hier vor mir? Okay. Gefischeier nur. Aber das. Ne, das war noch nicht alles, aber komm. Bleib ich zu erwarten, ne? Wo jetzt denn dahin? Da ist er. War ja nicht anders zu erwarten, ehrlich jetzt. Wohin jetzt da dann? Muss man auch einfach so hinkriegen, daneben zu springen. Nochmal bitte. Ich gehe auf Curling Bombe, die kann ich vielleicht noch mal ganz gut gebrauchen, um schnell voranzukommen irgendwie. Weil ich da hinterher muss, ne? Ist mir gerade schon aufgefallen. So. Da ist der Ballon. So wie hier zum Beispiel auch. Kann ich ja sagen. Zack, so, ein bisschen aufpassen jetzt. Nicht zu überhastet hier. So, ich dachte mir schon, dass ich einmal nach ganz oben muss. Dem Teil. Da irgendwie so eine Runde auf jeden Fall. Jetzt sah er wahrscheinlich, genau. Den mit, danke. Hier zum Beispiel kann ich auch gut brauchen, seht ihr mal. Hier ist übrigens noch was. Hört mir gerade auf. Ich da hoch hier. So, dann hier lang. Muss ich einmal abspringen? Nein, da ist der nächste Ballon. Ich hätte nicht zugetraut, dass ich einmal abspringen muss, ehrlich gesagt. Ist die Runde doch hier schon vorbei. Oh! Da viele Ballons auf einmal hier. Irgendwo sehen, nein. Da ist er doch schon. Letzte. Geschafft. Schriftrolle her, danke. Die letzte Schriftrolle, Freunde. Zumindest laut der Anzeige oben. Name des Ziels Adorada. Nishio Oranda, Deckname. Distriktsplatz für 3,3 Strich, was? Poisson Rouge, Deckname. Rue de. Blablabla, 19,6. Chateau Bateau. Und Ranchi Yu, Deckname. Welsfeld, Rio Südström, Distrikt. Keine Ahnung. Das ist irgendwie Verbrecher oder was? Das könnte doch irgendwie. Entweder kommt. Warte mal. Das sind diese Verkäufer, die überall ins Plätzl sind. Ich kenne das Gesicht hier wieder. Ach, ich glaube, Adorado ist auch, glaube ich, eine Karte. Ja, doch, eine Karte im Revierkampfdeck. Oder die man da. Oder von den Revierkampfkarten da, die man halt haben kann da. Von dem Kartenspiel halt. Stimmt, und das sind seine Identitäten oder was? Als Deckname. Name ist jetzt Adorada, okay. Interessant. Selbst hinter dem Vieh ist noch eine Lore. Hinter. Okay, Freunde, ich würde tatsächlich sagen, beim nächsten Mal dann noch die übrigen grünen Flecken und ich werde schon mal da, wo jetzt alles weiß ist, auch die schraffierten Flächen wegmachen. Bis zum nächsten Mal. Dann können wir nämlich schon beim nächsten Mal schon die 100% angehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ne? Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, würdet ihr den Kanal unterstützen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, wenn's euch, was euch auf dem Herzen liegt. Gerne was zur Folge, was ich verbessern kann. Alles Mögliche am liebsten. Und ich freue mich am meisten, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.